Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben uns jetzt verbunden und wir schauen mal, ob wir das hinkriegen, dass wir meinen Char ein bisschen leveln können. Ich habe es alleine auch schon gemacht, bin jetzt mittlerweile auf 34, aber bei 45 plus brauche ich natürlich noch so einiges. Und das werde ich zusammen mit den Epi machen und ich sage einfach mal viel Spaß. Schnetzel, Schnetzel. Bist du jetzt Essen am Bestellen? Oh, nein. Hier ist ein Event. Keine Ahnung, wo du jetzt hin bist. Jetzt bist du weggeportet oder was? Nee. Da bist du da. Aber wir müssen eigentlich in die andere Richtung laufen. Du läufst jetzt dahin. Nee, er hat mir gezeigt, dass ich hier hin muss, sonst komme ich nirgendwo hin. Doch, ich zeig dir. Ja, lauf mir doch nicht hinterher. Ich habe einen Golem, der dich tanken soll. Was ist das? Was ein Golem ist? Das kann ich dir erklären. Oh, ich habe hier einen wahnsinnigen Blutwunstigen. Ich weiß nur nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, stun mich doch erstmal eine halbe Stunde. Bist du jetzt auch hier? Ich meine, ich sehe dich, aber... Aber ich sehe dich auch wieder nicht. Ich brauche mehr Essenz. Boah, ich muss meinen Mauszeiger. Wo ist der? Boah, ich muss mich heilen. Sag mir das doch einer. Ich sehe die Gegner schon gar nicht mehr. Macht der hier irgendwas oder geht der hier einfach kaputt? Schon vorbei. Ereignis abgeschlossen. Juhu. Hier diese, ach so. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, ob ich jetzt, wie weit ich jetzt gestiegen bin oder ob ich jetzt überhaupt gestiegen bin. Ich habe keinen Vergleich. Die Obolusse gesehen halt, ne? Ja, außerdem musste man Tränke machen und die 5% immer nehmen. Was für Tränke? Sag bloß, du hast doch nie Tränke genommen. Nein. Hast du denn wenigstens deinen Trank gelevelt? Auch nicht wahrscheinlich. Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich das eventuell noch mal einmal höher machen kann. Warte mal, ich gehe noch mal kurz in die Stadt. Kann man hier nichts machen? Alchemist, also bis, warte mal, bis Stufe 20 habe ich. Genau, für Stufe 30 fehlen mir noch die zermahlenen Tierknochen 3 Stück, das war's. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege, keine Ahnung. Sonst könnte ich mir... Aber das ist der Heiltrank. Elixier habe ich einige freigeschaltet, aber keine Ahnung, was die jetzt bewirken. Die haben nur irgendwelche Vorteile gehabt, die mir aber nicht viel bringen. Oh, warte mal. Die Erfahrung um 5%? Genau. Das ist jeder Trank, den du machst. Mach deine Erfahrung um 5% immer höher und einen anderen Effekt dabei noch. Deshalb solltest du auf jeden Fall immer mit Tränken spielen, weil dann levelst du halt besser. Das mit der Erfahrung habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur den Rest gelesen. Ja, super. Also du musst halt gucken. Es gibt welche, die machen Feuerschaden, die machen, geben dir Schutz. Es gibt halt da alle möglichen Geschichten halt. Ne? Elixier des Dämonenschlachtens. Gegen Ziegenmenschen, Gefallene, Fliegen und Dämonen. Ach du Scheiße. Überwältigungsschaden. Davon kann ich sowieso nur eins machen. Ich hatte doch auch welche im Inventar, oder nicht? Erhöht 30 Minuten lang die Angriffsgeschwindigkeit um 7%. Achso, nur Angriffsgeschwindigkeit. Nicht die Angriffsstärke. Das ist ja doof. Blitzwiderstand. Oh. Bleib doch mal da unten. Widerstand gegen Feuer, Giftwiderstand, Kältewiderstand.
Schattenwiderstand, Ausweichchance. Ja, dann ist es das Einzige, was sich lohnen würde, wäre die Rüstung. Davon kann ich aber nur 5 machen. Machen wir das mal. Ich höre keinen Widerstand. Ach, herausragende Reinheit. Was für eine Reinheit? Und viel Glück. So, Moment. Die sind jetzt unter... Das sind die, ne? Und ich habe noch einmal erhöht den Giftwiderstand. Naja, gut, das ist ja im Endeffekt nur, damit ich da mehr Erfahrungspunkte... Meinst du 6... Ja gut, ist eine halbe Stunde, ne? Dann reichen ja 6 Stück. Erstmal, von Anfang. Also, ich habe 6 Tränke. Weiß wieder, worauf ich drücken muss, damit mein Pferd sich bewegt. Also, wenn du die Tränke nehmen willst, oder? Musst du im Inventar sein und rechte Maustaste machen. Dann siehst du auch... Unten drüber über deiner Levelanzeige siehst du halt, dass du da einen Trank genommen hast. Der, wie lange der noch geht. Also, ne? Ist jetzt wieder da? Also wo, direkt bei mir ist ein Ereignis halt gerade. Halt, das Gold drin. Gib mir das Gold. Es macht auch Sinn, bei dem Ereignis schon vielleicht den Trank zu nehmen. Eigentlich macht es immer Sinn, Tränke zu nehmen. Ja, aber bevor ich da reinreite, ich bin im Moment hier noch inmitten von Gegnern. Lasst mich in Ruhe. Nein, jetzt sind die natürlich alle hier. Lasst mich doch in Ruhe, so kann ich keinen Trank nehmen, ihr Idioten. So, jetzt habe ich einen Trank genommen. So, macht sie fertig, Jungs. Du musst dich beeilen, das ist jetzt hier einer angegriffen. Ich habe hier gar nichts zum Angreifen. Ach, du bist hier, okay. Ja. Das sind keine Gegner. Ja, doch, in diesem Orangen. Untersuch den uralten Dingsbums. Ach, du musst da drauf stehen bleiben. Jetzt aktiviert das. Du musst stehen bleiben. Du musst aber drauf stehen bleiben. Du musst auf dem Außen 4 Stück gibt's da. Da muss man auch stehen. Ach so, aus den Dingern, sag das doch. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich hatte nur keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich habe das auch schon mal gemacht. Einen haben wir? Mir fehlt die nötige Essenz. Wie lange muss ich hier stehen? Ja, bis der Kreis weg ist. Ah ja, ist weg. Dann auf. Jetzt kommt der Boss gleich, wenn er es hat. Ja, ist auch weg. Das ist der hier oben, oder? Soll das der Boss sein? Ja, normal. Ja, ich glaube, das war ja schon. Oh, alter Obelisk, wo ist die Truhe? Gib her. Ich will endlich was haben, was das automatisch einsammelt, wie bei anderen Spielen auch. Gibt's denn das auch? Kennst du von Diablo 3, also dann kenne ich jetzt. Ach nee, und von Torchlight oder wie das heißt, da gab es. Sonst ist hier nichts mehr. Ich muss nur zwischendurch so gucken, dass meine. Komm mal mit. Das waren, glaube ich, deine, oder? Wenn die so komisch durchsichtig sind. Ja, das sind meine. Das ist extra, damit man die nicht verwechselt, wenn zwei Totenbeschwörer zusammen sind. Was läuft der mit diesen hässlichen Einhorn rum? Ich. Dieser Ort stinkt nach. Hier nichts machen. Das wäre natürlich hier geil, aber. Weiß nicht, ob du das machen willst. Das ist Level 57. Können wir das mal probieren. Krass. Entweder sterbe ich oder... Wahrscheinlich sterbe ich, aber... Wir müssen hier... da mal schnell. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche nur zu überleben. Ja, wir müssen in dieses Verlies, glaube ich, rein. Hier. Damit wir, warte mal. Nee, hier ist noch so ein Ding, so eine Masse, die wir kaputt machen müssen. Ja, aber die Kiste nicht, die hat ein Schutzschild. Ach so, dann kommt das dauert ewig, Golem. Guck mal, wie lange das dauert. Mein Golemlein, komm mit. Genau. Hier, siehst du den gelben Punkt in der... Komm mal mit, bitte. Woher soll ich hier Punkte sehen? Ich sehe hier von lauter Gegner gerade gar nichts mehr. Wenn er die Karte aufmacht, komm mal mit. Ja, die mache ich doch nicht auf, wenn ich hier mitten unter den Gegnern stehe. Bist du denn total bescheuert? Müssen hier hin.
Ich höre was, das hört sich nicht gut an. Ich habe heute so viele Horrorfilme gespielt, habe ich so das Gefühl. Ich brauche mehr Essenz. Nein! Baller sie weg! Ich sehe wirklich nichts. Also keinen Punkt auf der Karte. Ja, hier wo jetzt der Trank, da kann man einen Trank nehmen. Achso, doch, da oben ist ein Kreis. Ja, nimm den besser nicht. Komm mal mit. Was für ein Trank? Hier, so ein Auffüllen, der Trank nicht nehmen. Jungs, nimm den hier. Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt hier, bist. Siehst du jetzt? Ja, hier. Nein, ich sehe gar nichts, wir sind hier am Kämpfen. Also hier. Jungs, mitkommen, ignoriert das. Ja, wieso kann ich den nicht angreifen? Hä? Hallo? Wer macht hier irgendwas? Ich kann ihn nicht angreifen. Hä? Oder muss man doch erst aber draußen die machen? Aber draußen, die kann man auch nicht angreifen. Das die irgendwie... Dinger hier müssen wahrscheinlich kaputt gehen, oder? Ja, aber die. Nee, interagieren steht doch da, Trottel. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich kann lesen. Ein Eindringling. Ja, er ist der Eindringling. Mach ihn platt, nicht mich. Ich bin so nah. Ich würde mir jetzt gerne was darauf einbilden, dass der so schnell runtergeht wegen mir und meiner Truppe, aber ich befürchte, dass das nicht an mir liegt. Das ist jetzt irgendwie. Warte mal, der ist jetzt schon wieder... Nee, die können aber trotzdem Schaden machen, hey. Warte mal, hier draußen. Muss mir jetzt die Masse kaputt machen? Geht die runter? Nee, wir müssen draußen. Der leuchtet aber die ganze Zeit so ein Buch, warte mal eben. Ah, hier, warte. Die Bücher. Aber kann ich nichts machen, ne? Man kann sich nur anklicken und dann. Nee, kann ich auch nicht. Interagieren. Ich kann da so drüber laufen, aber mitmachen kann ich nichts. Ja, komm. Ich glaube, wir müssen jetzt draußen das aber machen. Aber das ist oder? Doch schon. Nee, das ist doch schon durch, oder nicht? Nee. Zerstört die nekrotischen Massen. Oder, ach, ja, die müssen machen draußen. Das Falsche aus. Das ach so, das sind noch. Diese weißen Pfeile hier unten. Ja, 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 ja. Okay, okay. Was machen die hier mal für einen Scheiß? Ja, hier den ersten. Die nötige Essenz. Oh, ich wollte mich gerade heilen. Oh. Wir müssen halt diese Matte hier kaputt machen, ne? Kann ich nicht. Ich bin gleich selber kaputt. Ich bin ja auch die Einzige, die hier an den Gegnern hängen bleibt. So, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Oh. Wir haben hier so einen Gegner. So. Nee, wir haben ziemlich viele Gegner. Die machen mich nämlich gerade alle tot. Ich bin tot. Ach, der Boss ist auch hier. Ich bin noch nicht bereit. Oh, wieso ist der Boss hier? Ja, und ich kann... Nee, ich bin tot. Mit so einem Massen an Viechern, die alle auf mich nur alleine gehen, das ist... Ja, wiederbelebt dich halt. Hauen die rein! Was ist mit denen? Jetzt, wieso kann ich jetzt nur zwei nehmen, obwohl ich jetzt gerade die ganze Zeit... Jetzt darf ich wieder 10 Sekunden warten. Warum bist du jetzt rausgegangen aus dem Ding hier? Ich bin nicht raus, ich stehe noch hier vorne. So, jetzt ist meine Truppe da, jetzt können wir rein. Kann ich? Weil das Problem ist, wir kriegen die Masse wieder nicht gedingt, weil wir müssen, glaube ich.
Masse interessiert mich nicht. Ich bin nur bei den Ätzenden, weil die haben mich platt gemacht, weil alles auf mich ging. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, aber das Ding kriegen wir so nicht kaputt. Wir müssen zu dem anderen. Zu dem Boss da oben. Oh, ich bin tot. Oh. Wir müssen den aber auch nicht in der Nähe von dem Ding kaputt machen. Nein, wir müssen nicht da drauf hauen. Das ist, macht keinen Sinn. Die merkt nicht, dass sie keinen Schaden hat. Merkst du nicht, dass wir irgendeine Taktik kriegen müssen bei dem Teil? Nein, wir müssen zu dem Boss da hoch. Wieder, wo wir eben waren. Och, ey, jetzt kommen ja, die ganzen Drecksviecher hier. Nein, der ist nicht tot. Wie ist der tot? Er hat uns gekillt eben. Er wird nach oben noch angezeigt. Ich habe kaum noch Essenz. Wo bist du? Ich hänge hier immer noch an den scheiß Monstern. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin weitergegangen, sonst da unten nicht. Kann ich nicht. Zieh die einfach hinter dir her, oder was? Ich bin jetzt tot. Die stellen sich in den Weg und dann war's das. Ja, genau. Ich habe keinerlei Tränke. Ich komme hier nirgendwo durch. Es bringt mir nur nichts, wenn ich jetzt alle mit nach oben ziehe und dann direkt auf den ersten Schlag tot bin. Nein, ich will keine Forschungsnotizen lesen. Lass mich in Ruhe. Mensch. Oh, endlich kommt man hier mal ein bisschen weiter. Oh, da kommt die nächste Person dazu. Ich brauche mehr Essenz. Hallo, was war das jetzt? Mir sind die Tränke ausgegangen. Ja, ich bin jetzt wieder tot. Ich bin auch tot. Oh. Ja, genau. Ich habe keinerlei Tränke. Das können wir vergessen mit dem Schaden, den wir machen. Da brauchen wir das Ding nicht machen. Vor allen Dingen ist das jetzt Stufe 57 bei mir. Vielleicht da jetzt an. Hä, wieso 57? Ja, weil das immer höher geht irgendwie, keine Ahnung. Bei mir steht Stufe 40 plus. Ja. Ja, an dieser Stelle haben wir uns dann erstmal entschlossen, doch mit dieser Aktion aufzuhören. Es war doch ein bisschen hoch, zumal ich nicht wirklich gut mithelfen konnte. Dann hat uns leider noch ein Verbindungsfehler getroffen. Wir sind mal wieder vom Server geflogen. Es hat halt alles so ein bisschen angefangen wie bei Teso aktuell, weil da gibt es ja auch viele Probleme aktuell dann mit der Serververbindung. Und ja, ich würde sagen, dass ich das noch ganz kurz zeige und dass ich damit dann auch dieses Video erstmal beende. Und im nächsten Video sehen wir dann, wie ich weitergelevelt habe. Bis dann, ciao! Mm. Weil ich vom Server Verbindung. Getrennt wurde. Ja, ich auch. Oh, ich fängt das jetzt hier an wie bei Teso.
Dein Charakter konnte im aktuellen Spiel noch nicht gespeichert werden oder dein Account ist anderweitig beschäftigt. Nein, ist er nicht, weil das Spiel hat gesagt, dass ich nicht mehr spiele. Bitte warte ein paar Minuten und versuche es erneut, damit wir sicher aus deinem Account ausloggen können. Nein, möchte ich nicht. Kriegt eure Scheiße einfach mal auf die Reihe. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.